Moin Leute, da ist er wieder mit neuen Transmog hier. Schön das gekaufte aus der Epic Edition mit Löwenklaue und Löwenherz. In Gnome Regan, ein Dungeon, wo ich die Route überhaupt nicht kenne. Aber das ist jetzt ja mal, seitdem es hier so richtige Dungeon Maps gibt, der richtige Zeitpunkt, es kennenzulernen, oder? Warum steht hier nur ein Ziel drauf? Weil ich nur den Endboss auf. Wir können hier springen. Okay, dann lass uns springen. Brauchen die Mobs nicht. Okay. Na, den müssen wir jetzt noch töten, weil der ist gepult. Das Dungeon, das kannte sich früher schon immer keiner aus. Deswegen war man hier auch immer stundenlang. Flugfallschirme. Habe ich jetzt einen gekriegt oder nicht? Hallo? Nö, habe ich nicht. Egal, das passt schon. Der Heiler ist ja da. So, wo müssen wir jetzt hin? Da ist ein Boss. Naja, kein Boss, aber... Oder vielleicht doch ein Boss. Auf jeden Fall ein Questziel. Haben wir gerade oben angenommen. Der leuchtet unten gelb hier. Ist was im Tooltip. Also hauen wir den noch mit um. Das ist schon der Endboss? Nee, Elektro-Gutor. Aber früher waren hier teilweise auch noch so Sachen abgesperrt und abgeschlossen. Deswegen musste man so komisch überall lang laufen. In dem Gnomenregen. Boah. Weihwasser. Macht mehr Damage als die DDs. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Zeichen. Hauptsache, so ein Boss gibt mir eben 2k Erfahrung. So, dann versuchen wir mal, ob wir da durchkommen gleich zu dem. Oh ja, aber klar. Holen wir halt alles. Da ist der Questgeber. Komm her, nehmen wir den auch noch mit dazu. Boah, Chaos Bolt hat Akku gezogen. Aber das kenne ich vom Hexer. Chaos Bolt geht halt auch einfach ab. Geiler Cast. Geiler Spell. Grizzlefix heißt unser Hexer. Cooler Name. So, Quest. Also hier lang. Komm her, du kleines Robohuhn. Ich weiß gar nicht, vielleicht können wir auch ruhig ein bisschen mehr pullen. 2 Mobs auf einmal ist ja nicht so zielführend, oder? Hier sind schon mal 3. Nehmen wir die auch noch mit dazu? Ja, komm schon. Ich verliere ja kaum Leben. Ich denke, das geht. Ich kann auch noch ein bisschen Schild blocken. Wenn sie mir irgendwo einen Todesstoß geben, habe ich ja zwischendurch noch ein Selfie hier mit Siegesrausch. Da ist er. Das klappt schon. Level up, Stufe 29. So, was bist du für einer? Achso, das war nur ein Alarmsystem. Okay. Bis jetzt hat auch noch keiner gemeckert, dass ich zu schnell renne oder so. Die wollen ja hier auch schnell hochkommen und schnell durchkommen und schnell leveln. Und das ist ja halt die neue Zeit. Alles schnell, schnell, schnell. Sind die Großen auch Gegner? Nö. Haben sie da oben noch Akku? Nö, haben sie nicht. Es geht ja echt voll schnell mit den Dungeons hier. Diesen 100% Buff, der bleibt bis Shadowlands, glaube ich, ne?
Und wie ist das eigentlich? Shadowlands geht doch, glaube ich, zurück auf Level 60 oder was? Irgendwie, was habe ich da gehört? Was ist denn mit den Chars, die 60 sind? Oder was ist mit den Chars, die über 60 sind? Weißt du, müsste ich mal nachlesen. Oder einer von euch beantwortet mir das gerne in den Kommentaren. Würde mich ja mal interessieren, weil sonst würde ich nochmal alles auf 60 spielen. Geht ja schnell. Ein Jump. Vielleicht die nächste Gruppe mit dazu chargen. Hier sind Non-Elite mit bei. Die sind schneller down, als man gucken kann. So, dann hat man auch ein bisschen Self-Heal von diesen Non-Elite-Mobs dazwischen. Sehr gut, sehr schön. Läuft ja wieder wie am Schnürchen hier, oder was meint ihr? Ich brauche unbedingt ein neues Headset und neue Schultern, neue Knochen. Schönen Körper, der wieder 15 Jahre jünger ist. Oder einfach 30 Kilo leichter. Das wird wahrscheinlich auch schon wieder viel helfen. Naja, ich bin ja dabei. Boah, was war das mit Bande gecharged? Habt ihr es gesehen? Geil. Geiler Move. So, wo geht's denn danach hin? Da lang? Wir werden sehen, was hier so passiert. Es ist eh nichts mehr so, wie es war. Also ist das alles, was ich noch so weiß, reine Spekulation. Ich würde es geiler finden, wenn hier alle Bosse angezeigt werden, weil dann wüsste ich auch so ungefähr den Status, wo wir sind. Ob wir jetzt auf 50% sind, 25, 75. Ich meine, die meisten Dungeons haben ja mittlerweile 4 Bosse. Werkstattschlüssel gab es hier. Machen wir hier was? Aha. So, der Hexer kennt sich hier aus, sagt er. Jump'n'Run, oder? Ja, wo springen wir doch hier runter wieder? Aua! Ich habe keine Heiltränke. Heil mich, heil mich. Hier, sehr viel. Geil, läuft. Das ist hier das Mechagon, ist das, ne? Der Ursprung allen Übels, quasi. Oh, das sieht schon nach Endboss aus. Die Questbelohnung. Geht das hier lang? Ja, scheint so. Hallo, nicht Fremd-Aggro ziehen. Ich bin hier dein Tank. Schreib dir das hinter die Ohren. Ich glaube, ich will ein geileres Transmog haben. Das Ding, das sieht so... Also das Schild und das Schwert gefällt mir voll gut. Aber das andere, das finde ich optisch gar nicht schlecht, muss ich zugeben. Passt jetzt nicht so zum Tank-Krieger. Aber das Problem ist halt... Ja. Es ist halt so gekauft. Da muss man nichts für tun, außer eine Erweiterung bestellen. In einer besonderen Version. Deswegen fehlt es nicht cool. Oh, komm her, du kleine Spinne. Achso, das war wieder nur so ein Alarmding. Nee, Mechano-Panzer. Oh, komm mit. Nerven ja richtig, weil die so lange leben. Kleine Mini-Bosse hier. Oh, da kommen noch so kleine her. Agenten, die waren bestimmt getarnt. Das finde ich gut. Den noch mehr versteckt? Muss ich da rein? Okay, die Quest bin ich jetzt schon auf jeden Fall beim Endboss. Scheint hier noch richtig zu sein. Ist auf jeden Fall keiner abgebogen. Da unten habe ich da vorne auch noch irgendwas von Meute verprügelt oder sowas gesehen.
Der Kleine sieht auch aus wie ein Mechagnom. Ist er ja auch. Ach, sorry, Leute. Ich kenne mich doch mit den verbündeten Völkern bei Allianz noch nicht aus. Weil ich so selten PvP spiele, sehe ich auch kaum andere. Ich bin ja immer nur bei uns in der Stadt und dann fliege ich irgendwo zum Dungeon und gehe da rein. Farm und Questen ist auch selten geworden. Deswegen bekommt man ja kaum noch was von der Welt mit, hier so in WoW. Ah, das war ein bisschen witzig. Dass der jetzt direkt Mechagnom heißen muss. Oder das Volk. Aber die Kehle befeuchten. Achso, ja, okay. Ist das richtig, was wir hier machen? Ja, wir sind anscheinend irgendwie einmal so eine Wendeltreppe runtergegangen, ne? Okay, kein Ding. Ich glaube, das passt. Weil anscheinend kommen wir jetzt direkt beim Endboss raus und alles ist schön und schmeckt nach Erdbeer. Genauso soll es ja auch sein. Gibt es eigentlich keine Musik, oder? Oder höre ich die nur nicht? So, mit 28 sind wir, glaube ich, rein. Wir sind jetzt schon 29. Dann sind wir mal aufs Ende gespannt. Achso, ja. Und dafür habe ich das Schlüssel gelootet. Das Schlüssel. X-Gut-Deutsch. Naja, immerhin benutze ich noch Artikel. Die sterben ja auch so langsam aus, ne? Ich habe Schlüssel gelootet. Ich pack die Fakten. Ich pack Fakten auf Tisch. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Generation Apache. Digga. So, Endboss. The final countdown. Guys. Die kam mir viel länger vor als die Burgschattenfang in der letzten Folge. Aber wenn ich jetzt hier mal so auf die Uhr gucke, sind wir hier 4 Minuten schneller. Glaube ich. Noch sind wir nicht durch. Es kann ja noch was passieren. Zum Beispiel, dass der Enrage geht und uns alle tötet oder so. Ja, ich drehe mal für dich, damit du als DD hinterm Mob stehst. Bomben gekillt. Selbst geheilt. Die kill ich auch hier. Bam. Oh ne, der Monk war schneller. Los. 26 KP. So, ich bin noch 29. Gucken, ob wir es auf 31 schaffen. Nö. Aber ich glaube... Oh, hier aufgeladenes Zahnrad. Finger habe ich noch gar keine. Porno. Mal ganz kurz vor 31. Jetzt habe ich neues Talentpunkt. Neues Talentpunkt. Durch den Einsatz von Abfang beim Verbündeten werden auch die nächste Eule. Nein. Erhöht den Radius von Donnerknall. Geil. Nee, Riesenschritte brauchen wir nicht. Wir machen knisternden Donner. So, und diesen Knopf muss ich drücken, um meine Quest abzugeben, oder? Ne, da ist meine Quest. Die will ich auch nochmal abgeben. So, was gibt's hier Schönes? Hose brauche ich nicht. Den brauchen wir. Da! Ach ne, das war gar kein Level. Doch, das war ein Level. Den wollen wir. Ja, die Schulter wollen wir aber nicht. So, dann tschüss. Raus aus dem Dungeon. Leute, ich werde jetzt schlafen gehen. Ach nee, ich muss dann mit dem Hund gehen. Ich muss noch eine Gassi-Runde mit Spence machen. Oh Mann. Egal. Leute, ich bin raus. Danke fürs Zuschauen, wie immer. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Haut rein, Leute. Wir sehen uns.
Ah, meine Maus hängt schon wieder. Ich finde den Knopf nicht. So, jetzt. Ciao.